überall Bits rumliegen müssen. Hier war ich schon. Nee, hier war ich nicht dran. Von A-Rose. Jedes Ende führt zu einem Neuanfang. Die Fabrik ist wieder in Betrieb. Ist irgendwie komisch. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mich so zu so einer niedrigen Arbeit herablassen würde. Aber jetzt hat man mir auch noch einen deinen Platz am Band gegeben. Ich wünschte, du hättest gewartet. Nur ganz kurz. Aber ist schon in Ordnung. Mir und Cousin Isaac geht's gut. Ich habe noch nie einen so exzentrischen Mann wie den neuen Fabrikbesitzer Clive getroffen. Er ist wirklich schrecklich jähzornig. Aber er zahlt uns pünktlich, also ist es mir so ziemlich egal. Es ist nur, wenn du schon nicht zurückkommst, könntest du mir wenigstens meine verfluchten Nachrichten beantworten. Ich fühle mich wie ein Idiot, dass ich dir welche schicke. Als würde ich mein Herz einem dämlichen Tagebuch ausschütten. Vielleicht statte ich Isaac noch einen Besuch ab. Hab ihn seit ein paar Tagen nicht gesehen. Die du zurückgelassen hast. Ah. Nachricht von Blanchard. Brauche einen neuen Job. Ich kann das verflucht nochmal nicht länger ertragen. Ich weiß, es ist gutes Geld. Ich weiß, es ist ein fester Job, aber du kannst dir ja gar nicht ausmalen, wie es ist. Tag ein, Tag aus. Bin mit dem schleimigen Wurm aufgewachsen und jetzt hat er mich dazu gebracht, ihn den Bosskönig von Monarch zu nennen. Als ob er zu einem verfluchten Arbeitstitel gehören würde. Wie in den alten Märchen. Und ständig spricht er mit sich selbst oder schreit. Ist mit Knorpeln oder stimmeren Sachen vollgespritzt. Aber ich weiß, was mit dem Kerl passiert ist. Die abgefertigt wurden. So mache ich keinen Abgang. Ich nicht. Und schon gar nicht wegen Schlachthof Clive. Ich kündige. In Liebe, dein Bruder Jenin. Das Siegel, okay. Genau, ich muss einmal hier kurz durch. Dann voraus. Hold it right there. Just where do you think you're sneaking to? Production line is that away, you worthless gadabout. Überzeugung. I'm darn well thinking about it. Bitte. Well, since you asked me real nice. Fine. I'll let it slide. But just this once, mind you. Danke. Auch noch viel zu sammeln. Handgetippte Notiz auf CMP Datenpad. Frag mich nicht noch einmal. Nicht so lange er uns hören kann. Musste das hier in deinen Datenpad schmuggeln. Wenn ich das nach dem Lesen. Sei vorsichtig. Alles, was ich weiß, ist, Tammy hat gesehen, wie Schlachthof Clive die Zistis mit echt seltsamem Fleisch gefüttert hat. Ziemlich blutig. Mit daraus hervorstehenden Knochen. Und sie soll wohl später eine Hand im Trog gefunden haben. Geschrien hat sie auch. Tja, Tammy ist jetzt wegrationalisiert worden. Und die Schweine werden immer fetter. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Alles meins. Hier, wo ich vorhin erwischt wurde. More or less. Yep. Gucken. Aufstehen. Hey. Knacken. Weiter. Hey, Cliff. Whoa now. And just what do you figure you're doing up here? These are my private quarters, friend. I don't allow tours up here. I don't allow tours ever on deeper consideration. Anscheinend habe ich dich überrascht. Was tut er in deiner Hand? Genau dort, nein, tiefer. Certain things require a mess to do well. See, I was just killing some time. I prefer to prepare my dinner by my own hand. Nothing like fresh and bloody Borstwurst. Borstwurst. Diese Teile stammen vom Zistenschwein? I do own a factory known for specializing in the canning of Borstwurst.
On occasion, I like to imbibe other parts of the Sisti Pig. Did you fancy me a cannibal? Perish the thought. No, I don't eat the bodies, I disappear. A joke, that last was. Okay. So, what can I do for you? My full attention is at your disposal. Keine Ahnung, was ich hier will. Captain, I would caution that we tread carefully through the remaining morass of this encounter, for the safety of all involved. While I approve of your associate's cautious nature, I still teeter on the verge of losing my patience. Let us move forward with the present proceedings. Sublight hat mich geschickt, dich zu töten, aber wir können uns sicher einigen. By Sublight, you mean Catherine, do you not? That greedy star-crossed sow. Listen, friend. The Borst King of Monarch does not negotiate with coveters. How about you bring me Catherine's severed head, and I will gift you a lifetime supply of Borst. Wie wär's denn, wenn du dich mit Catherine zusammenschließt, zwei große Imperien vereint? You desire that I should lower myself to Catherine's level of crassness and filth? I cannot fathom how that would cotton myself. The king built this golden monopoly brick by brick from the rubble when the corpse abandoned Monarch. No, he ain't the sort to partner up, as that requires the sharing of power and profits. Ich bekomme das Gefühl, dass du schon mal Leichen verschwinden lassen hast. Für Catherine wäre diese Fähigkeit sehr wertvoll. Ach komm schon, Catherine ist eine tolle Vernunft. Ich überzeug ihn mal. Nee, ich will ihn töten. Ach komm schon, Catherine ist eine tolle Frau und eine großartige Geschäftspartnerin. According to whom? No. I don't see the advantage to me. Besides, didn't anyone tell you? Yeah. The king don't bow to demands, nor stoop to negotiations, friend. Okay, ich mach's auch. Ich bekomme das Gefühl, dass du schon mal Leichen verschwinden lassen hast. Für Catherine ist diese Fähigkeit sehr wertvoll. For true? You figure she will appreciate my skills? They did take me years to perfect. However, I remain unconvinced she could provide the means to make the association worth my while. If you ain't noticed, I'm doing swell, ruling this kingdom on my own. Deine Mitarbeiter wissen dich nicht zu schätzen. Sie lassen ihre Arbeit schleifen und tratschen hinter deinem Rücken. Catherine will die Fabrik. Ob ich dich nun töte oder dich überzeuge, mit ihr zusammenarbeiten, ist uns beiden völlig egal. I do admire a properly ruthless individual. If it will keep that sublight sow off my back, then it's an undoubtedly worthwhile pursuit. The king is interested. John Hancock me on the dotted line, friend. I will even give her a cut of the profits, requiring she keeps clear of my short hairs. Freut mich, dass du zur Vernunft gekommen bist. Do not push me. I am not one to suffer insults. Tell Catherine she is permitted to dump the bodies each and every Tuesday, precisely at 3 a.m. Ich könnte auch Catherine töten, anstatt für sie zu arbeiten, also für die richtige Summe. Ich weiß, wir hatten eine Abmachung, aber es ist leichter, wenn du einfach stirbst. Ich sollte gehen. Ach, komm, ich töte ihn jetzt. You need knocking borst shitting sack of organs. Everyone all right? Okay, ich habe mir was vorgemacht. Ich habe ihm erzählt, hey, hier, du könntest ja gut und so, aber eigentlich ging er mir voll auf den Sack. Und ich beklaue ihn jetzt. Ich habe ihn gerade erschossen. Terminal benutzen.
Willkommen, König. Wie kann das System dir heute zu Diensten sein? Wenn du die Probezeit eines Angestellten beenden willst, bitte wähle nach Eingabe des Passworts die entsprechende Personalakte aus. Personalakten. Personaldaten. Keine Dateien im Verzeichnis. Alle Dateien wurden gelöscht. Persönliche Dateien. Executive-Ebene. Diktat 56. Wer hätte das gedacht? Habe ich recht? Eine ganze Fabrik, die nur auf einen wartet. Und keiner hat eine Ahnung außer mir. Und jetzt auch noch der König, schätze ich. Das bin zwar auch ich, aber anders. Besser. Ich weiß, es ist nicht besonders klug, so extravagant zu sein. Aber man wird hier so einsam. Nur ich und die Schweine. Und die Maschinen. Und jetzt auch noch der König. Die anderen werden aber bald kommen, um für mich zu arbeiten. Die Arbeitskräfte. Man muss klein anfangen. Aber dann werden wir aufstocken. Und wir werden sie füttern. Und füttern und füttern. Diktat 108. Der König kann kaum glauben, wie schrecklich gut alles gelaufen ist. Ich hatte nichts, aber nun bin ich durch eigene Kraft aufgestiegen, habe Fleisch und Geld in Mengen, die alles übersteigen, was man sich vorstellen kann. Macht und Privatsphäre sind mein. Alles, was ich mir je wünschen könnte, ist mein. Außer... Und der König war zwar nicht von Anfang an bei mir, aber er war der Erste, der herkam. Er war es, der meine Einsamkeit vertrieben hat. Das ist die Wahrheit. Ich glaube nicht, dass ich diese Tatsache je vergessen oder verdrängen könnte. Diktat 113. Ich glaube, ich hab's. Alles Personal, ob nun ein Fließbandarbeiter oder der Hausmeister oder ein sternverdammtes Zistenschwein, wird instruiert, den König bei seinem rechtmäßigen Namen zu nennen und es richtig zu tun. Nichts da mit diesem Schlachthofkleifmist. Sonst zeigt ich ihnen ein Schlachtfest, das sie niemals vergessen werden. Habe ich mich klar genug ausgedrückt? Ja? Phänomenal. Damit sollte es erledigt sein. Zurück zum Stammverzeichnis. Verlassen. Verlassen, verlassen. Hier ist noch ein... eine Sache, die ich nur einordnen kann. Dazu verbracht bin Catherine Mellon in Fallbrook die guten Nachrichten. Das war auf der Karte jetzt nebenan, oder? Nein. Ember Heights. Achso, ich muss da zuerst zurück. Achthof Clive habe ich gerade erledigt. Ein Döschen kommt noch. Kritische Lösung, das unten. Raumverbrechersyndikat war da hinten hin, wo ich auch noch hin wollte. Blut und Tinte war da hinten. Ich könnte ja so machen, dass ich hier rumgehe und dann da zurücklaufe. Weiß nicht, in die Sonne ist auch da unten. Schlechtester Kandidat und der leere Mann. Auf einem anderen Planeten, gut. Dann Raumverbrechersyndikat. Und jetzt bin ich mal gespannt, wo ich hier rauskomme jetzt gerade gleich. Eigentlich hatte ich jetzt erwartet, dass ich irgendwie unten lande. Aber der Fahrstuhl ging irgendwie hoch, anscheinend. Ja. Werbung für CNP. Siegel. Status verschlossen. Tür aufschließen. Verlassen. Danke für die schöne Tour und schön, dass wir da sein durften. An denen gehe ich mal vorbei und dann weiter die Straße hier runter. An denen gehe ich nicht vorbei. Victoria.
Ja, was hast du denn erwartet? Straße nach Casadilla entdeckt. So. Ich frage mich gerade, ob die vielleicht auch gleich die Schweinefabrik verlassen haben, nachdem ich ihn getötet habe, aber egal. Ist mir eigentlich echt wurscht. Wurst, wurscht. Ach, noch eine Königin. Tja. Euch geht's bestimmt gleich wieder gut. Dem geht's nicht wieder gut. Aber es wäre auch wurscht. Wurscht, wurscht. Ja, nee, noch ein paar. Außerdem sind meine Begleiter noch nicht wieder hochgeheilt. Ich will doch nur nach Cascadia. Das sieht so nach so einem schönen Ort aus, wo... Weiß nicht. Lustige. Spielfiguren erbaut werden, würde ich sagen. Looks fairly well banged up. Here they come. Jedes Mal fehlt mir ein Schuss, um das Ding zu... Bewohner, tut mir leid. Verkaufsautomat entdeckt. Und mal kurz gucken. Bin hier nämlich, glaube ich, jetzt auf ihrer Erzküchlein Strecke. Zwölf Meter hier rüben. Auch hier drin. Gelootet während der Umfeld. Küchlein.
steht dem Date von ihr ja nichts mehr im Weg. Fehler, es kann keine Verbindung zur Finanzabteilung von Rizzo Inc. hergestellt werden. Dieses Terminal befindet sich nur im Standardanzeigemodus für Protokolle und Nachrichten. 4. Februar 2344. Gnade mir das Gesetz. Gnade mit es uns allen. Ich habe einen gesehen, Schaum vor dem Mund, konnte kaum noch mehr als zwei Worte aneinander reihen. Kam auf mich zu, als wolle er mich im Ganzen verschlingen. Sora hatte recht, hier gibt es wirklich Monster. Wir müssen hier weg, wenn wir überleben wollen. 5. Februar. Cecile, du bist nicht verrückt. Das waren mal Menschen. Ich habe keine Ahnung, was sie jetzt sind. Sora. 11. März. Cecile, diese verrückten Arschlöcher wissen nicht, wie man ein Keypad bedient. Ich habe eins aus meinem Klinikbüro mitgenommen und es am Brückenteil installiert. 2613, sei vorsichtig. Verlassen. Muss ich mir das jetzt merken mit der 2613? Geschlossen. Pillendüsen, Waffen aus der endlosen Meere, Stoffgreif muss ich zurückbringen, kleine Andenken muss ich zurückbringen, kritische Lösung muss ich zurückbringen. Und Verbrecher sind in den Nikard. Da vorne. Ein Tresor. Wo denn gedacht? Hier ist noch eine Tür. Und Plünderer Vandalen. Ja, weil ich es alleine gemacht habe. Gut, zack, zack. Zack, zack. Alles meins. Schade, dass hier so viele tote Bewohner rumliegen. Achso, hier war ich auch schon Bottling Plant, ja. Terminal besuchen, Zugangscode eingeben. 2613. Es ist wissenschaftlich erwiesen, angesichts der durchschnittlichen Lebensdauer eines Kolonisten, dass Rizzo-Süßigkeiten kein Karies verursachen. 5 von 5 Rizzern sind dieser Zugangstor aufgesperrt. Gut, da muss ich eh gleich noch rüber. Weil das mein Plan war. Aber erstmal. Kann ich die Tür nicht abschließen? Der hört sich gerade an wie Claptrap. Ich wollte gucken, was da oben ist. Achso, hier ist nur ein Gang runter. Hallo. Okay, das ist aber nicht der Weg, mit dem ich darüber komme. Das wäre hier so ein zweiter Eingang gewesen. Okay, da sollte ich nicht runter.
das hier? Egal. Kleiner Außenposten mit Schweinefleisch und eine Rüstung. Zwei Fragen beschäftigen mich gerade. Wo sind meine Kollegen? Da. Und da sind wir, glaube ich, runtergekommen. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt zu dem grünen Punkt, damit ich das auch mal wieder mich kriege. Warum ich hier immer reinläufe. Okay, beim Zugriff auf die Nachrichtenarchive ist ein Fehler aufgetreten. Die verfügbaren Nachrichtenthreads sind im Folgenden aufgelistet. Bitte beachten, der unbefugte Zugriff auf Nachrichteninhalte von Rizzo Inc. ist eine Straftat. Ist eine Straftat. Öffentliche Ankündigung Nummer 117. Öffentliche Verlautbarung Nummer 117 betreffen die Aktivierung der Gefahrenklausel für Terra One. Mit dieser Verlautbarung, veröffentlicht am 12. Januar 2343, wird Terra 1 zum untauglichen Arbeitsplatz erklärt. Angesichts der feindseligen, aggressiven Tierwelt und der nicht mehr zum Verzehr aufzubereitenden natürlichen Flora hat der Vorstand der Halcyon Holdings offiziell die Gefahrenklausel auf diesen gesamten Planeten Terra 1 angewendet. Nach einem Evakuierungszeitraum von nicht mehr als 6 Monaten wird Terra 1 offiziell als Sperrgebiet betrachtet. Angesichts der einstimmigen Entscheidung wird jeder Konzern, der nach dem Evakuierungszeitraum der Geschäftsführung auf Terra 1 überführt wird, gemäß Halcyon Code 221 zur Strafzahlung und im Extremfall zum Ausschluss aus dem Vorstand gezwungen. Betreff die Gefahrenklausel. Ich habe die Bestätigung erhalten, dass Rizzo sowie die restlichen Unternehmen den Standort Terra 1 bald aufgeben werden. Von uns wird erwartet, dass wir die Exporte bis zum Tag der Abreise aufrechterhalten. Alle Teams werden weiterhin tätig sein, bis wir andere Instruktionen erhalten. Im gegenwärtigen Zeitpunkt sehe ich keinen Bedarf, jemanden außer uns dreien über die Entscheidung des Vorstands in Kenntnis zu setzen. Wir wollen vermeiden, dass unsere Arbeiter denken, sie würden neu zugewiesen. Lassen wir sie einfach das tun, was sie am besten können, ihre Arbeit. Danke. Ändern sich dadurch unsere Prioritäten? Sollten wir damit anfangen, die Forschung zugunsten der Exporte aufs Eis zu legen? Nein, wir erfüllen unsere Exportquoten mindestens für die nächsten 7 Monate. Projekt Ptero ist immer noch unsere Priorität Nummer 1. Shuttle-Neuzuweisung. Guten Tag, wir müssen dich bedauerlicherweise darüber informieren, dass die Shuttles, die zu der Apfelanlage in Koskadia unterwegs waren, umgeleitet werden mussten. Der Evakuierungsprozess wird abhängig von der Profitabilität, hauptsächlich bemessen durch das Exportvolumen, priorisiert und zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben sich andere Anlagen entweder als profitabler oder als effizienter erwiesen. Das Verteilungszentrum wird zum Evakuierungszwecken mindestens einen Shuttle schicken. Sollte sich mehr Personal vor Ort befinden, als in den Standard-Shuttle passen, empfiehlt Rizzo die Einführung eines Prioritätensystems. Damit der Beladungs- und Vorbereitungsprozess dieses Shuttles reibungslos vonstatten gehen kann. Bitte beachten, auf jeden Versuch, mehr als die maximal vorgesehene Anzahl von menschlichen Ressourcen an Bord eines Shuttles zu bringen, wird mit konsequenter Intervention reagiert. Was ist mit Projekt Ptero? Sicherlich werden uns dafür zusätzliche Ressourcen bereitgestellt. Guten Tag, Forschungsprojekte werden bei der Berechnung der Profitabilität einer Siedlung nicht berücksichtigt. Die Wichtigkeit von Projekt Ptero mag einen hohen Rang auf deiner Prioritätenliste einnehmen, aber wir sehen uns dennoch außerstande, mehr als einen Shuttle für die Evakuierung zu senden. Wir empfehlen eine entsprechende Priorisierung der Ressourcen. Mit herzlichen Grüßen, deine Freunde von Dingens Inken. Schlechte Nachrichten. Entschuldigung. Wir bekommen einen Shuttle. Meiner Schätzung nach werden die Projekt Ptero Vermögenswerte sowie menschlicher als auch anderer Natur ungefähr 2/3 des verfügbaren Platzes benötigen.
Damit bleibt nur noch Platz für uns und ein paar weitere Leute, die wir mitnehmen können. Wir müssen uns entscheiden, wie wir entscheiden wollen, wen wir noch mitnehmen. Vielleicht ein Unterausschuss zum Entwurf eines Entscheidungsfindungsplans? Du kennst mich doch, Summer. Ich liebe die Unterausschüsse. Aber egal, welche Entscheidung wir treffen, es wird mit verärgerten Arbeitern enden. Lasst uns einfach mit der Petero-Crew abfliegen, dann haben wir auch ein wenig mehr Beinfreiheit. Sobald wir sicher auf T2 angelangt sind, können wir uns ja darum kümmern, ein weiteres Shuttle zu organisieren. Stimme dafür. Was erzählen wir den Arbeitern? Wir sagen ihnen, dass wir sie hier rausschaffen. Wir erwähnen nur nicht, dass es ein Shuttle nach dem anderen sein wird. Das passt schon. Erzähl ihnen nicht von der Gefahrenklausel. Unser Ziel ist es, hier in Frieden wegzukommen. Ohne Vorfälle. Ich will keine Massenpanik. Ich will nicht, dass es zu einem Aufstand oder, das Gesetz bewahre, zu einem Streik kommt. Sobald wir weg sind, setzen wir sie in Kenntnis, wie die weiteren Pläne aussehen. Bis dahin sollten wir es für uns behalten. Ja, lecker. Super Idee. Und da ich schon mal hier am Automat bin, kann ich ja mal kurz das verkaufen, wo ich nicht daran nachdenken muss. Und soll ich es mitschleppen? Die Tür ist verriegelt. Munition ist immer gut. Kids sind auch immer gut. Die wiegen nichts. Der Rest wiegt schon was. Aber egal. Hier ist noch ein Tresor. Und noch ein Gerät für Vorlesungs. Material. Wie lange das wäre. Was haben wir denn hier drin? Daten ansehen. Möchtest du deinen Fortschritt begutachten? Greif dir eine Dose Rhizos Purple Berry Punch, lehn dich zurück und erfahre mehr darüber, wie du deine Karriere voranbringen willst. Egal. Mitarbeiter-Evaluation Zora Blackwood. Zora ist eine hervorragende Fälscherin, die auch unter Druck einen kühlen Kopf bewahrt. Sie ist in der Lage, auch große Mengen von detaillierten Informationen rasch aufzunehmen, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Dank ihrer Kompetenz und Entschlossenheit konnte sie schon mehr als nur ein paar Gliedmaße und Finger retten, die dem achtlosen Umgang mit Maschinen zum Opfer gefallen waren. Empfehlung zum Mitarbeiter des Monats. Cecile McClure. Ceciles Enthusiasmus bezüglich der Produkte von Rizzo sucht seinesgleichen und er weist beeindruckendes Wissen über die Produkte und des Unternehmens auf. Er ist genau die Sorte von Mitarbeitern, die wir in unser Leben brauchen. Nicht über den Rang eines Filialleiters hinaus befördern. Mitarbeiter-Evaluation für Blackwood-Suche auf externes Datenpad exportieren. Warum nicht? Zurück zum Stammverzeichnis. Verlassen. Keine Ahnung, wofür wir das mitgenommen haben, aber es wird schon einen Zweck erfüllen. Genauso wenig, wie ich Ahnung habe, warum hier alles tot rumliegt.